Ja, der Vortrag heute heißt Unendliche Weiten, der Dharma, Philosophie oder mehr. Ich fange mal mit einer Geschichte an. Unendliche Weiten. Wir schreiben wahrscheinlich das Jahr 483 vor unserer Zeitrechnung. So genau wissen wir das nicht. Damals war das mit dem Kalender noch nicht so populär. Und die Geschichte spielt im Grenzgebiet zwischen Indien und Nepal. In der Stadt Vesali. Die beiden Staaten gab es damals noch nicht. Der alte Mann ist krank, sehr krank, wie so oft in letzter Zeit. Sein treuer Begleiter fürchtet um sein Leben. Aber mit klarem Geist und enormer Willenskraft gelingt es dem Alten, die Krankheit zu besiegen. Er will noch nicht sterben, noch nicht. Man sieht im Körper die 50 Jahre an, die er in der Hauslosigkeit, Wind, Wetter und den harten Bedingungen des Dschungels ausgesetzt war. Die Haut ist faltig, ausgelaugt, der Körper gebeugt und die Bewegungen nicht mehr so geschmeidig wie in den früheren Jahren. Aber sein Blick hat nichts von der Erhabenheit verloren und die Ruhe und Klarheit, die von diesem Mann ausgeht, ist beeindruckend. Er selbst weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Dennoch ist Ananda, sein Cousin und ständiger Begleiter, froh, dass die Krankheit überwunden ist. Es ist doch noch so viel zu regeln. Was sollen Sie, die Mönche und Nonnen, tun ohne ihn, den Meister, den Erwachten? Er muss doch noch seine Nachfolge regeln, ihnen sagen, wie sie sich ohne seine Führung verhalten sollen. Doch der Buddha weist solches Ansinnen auf eine entsprechende Frage Anandas zurück. Wieso, Ananda, erwartet der Mönchsorden das von mir? Ich habe die Lehre dargelegt, ohne ein Innen und ein Außen zu unterscheiden. Denn in der Lehre des Vollendeten gibt es nicht die geschlossene Faust des Lehrers, in der er gewisse Wahrheiten als Geheimlehren zurückhält. Wer den Gedanken hegt, ich will es sein, der den Mönchsorden leitet, oder der Mönchsorden untersteht meiner Führung, der hätte Nachfolgebestimmungen zu treffen. Ein Vollendeter jedoch hegt keine solchen Gedanken. Warum also sollte ein Vollendeter über den Mönchsorden Bestimmungen treffen? Ich bin jetzt alt, Ananda, in der Neige meiner Jahre, ein Greis. Meine Reise geht zu Ende. Ich habe die Grenze erreicht. 80 Jahre werde ich alt. Wie ein abgenutzter Karren nur noch mit Hilfe von Riemen funktionsfähig gehalten wird, so ist auch mein Körper nur noch mit Bandagen funktionsfähig. Darum, Ananda, seid euch selbst eine Insel, euch selbst eine Zuflucht. Sucht keine andere Zuflucht. Nehmt die Leere als Insel, die Leere als Zuflucht. Nehmt keine andere Zuflucht. So ernannte der Buddha also keinen Menschen zu seinen Nachfolgern, keinen Lehrer, sondern die Lehre selbst. Etwas später hat er das noch ein bisschen präzisiert, dass die Lehre jeweils auf Übereinstimmung mit einer seiner Lehren zu prüfen sei. Aber ansonsten ist die Lehre komplett. Die Lehre des Buddha soll uns eine Richtschnur sein. Und nach seinen Worten hat er uns alles gegeben, was wir als Buddhisten brauchen, um die Erfahrung des Buddha zu teilen, um Erleuchtung, endgültige Befreiung zu erlangen. Aber was genau ist die Lehre des Buddha? Ist die Lehre das, was wir hier im Westen Buddhismus nennen? Und ist Buddhismus Philosophie oder Religion? Wenn ich mit anderen Menschen über meine Religion spreche, werde ich oft mit der Aussage konfrontiert, der Buddhismus ist doch gar keine Religion, sondern eine Philosophie. Ihr Buddhisten habt doch keinen Gott. In der Tat ist der Buddhismus in Deutschland bisher als Religion nicht anerkannt. Aber das liegt an der Zahl derjenigen, die sich zum Buddhismus bekennen. Und in den Büchern zur Philosophie wird der Buddhismus unter der Rubrik östliche oder asiatische Philosophie behandelt. Und in den Religionswissenschaften zählt er zu den Weltreligionen. Also ob der Buddhismus nun Philosophie ist
oder Religion oder beides hängt von der jeweiligen Sichtweise ab. Und ich habe mal im Lexikon nachgeguckt und da findet man weder für Philosophie noch für Religion eine wirklich eindeutige Definition. Und wenn wir Philosophen fragen, was denn Philosophie ist, werden wir wahrscheinlich unterschiedliche Antworten erhalten. Also alles, was nicht exakte Wissenschaft ist, könnte Philosophie sein. Und sobald wir es mit nachprüfbaren Erkenntnissen zu tun haben, verlassen wir das Gebiet der Philosophie. Diese Erkenntnisse gehören dann zum Fachgebiet einer anderen Naturwissenschaft. So hat zum Beispiel die Physik die Wurzeln in der Philosophie, aber ich glaube, heute würde sich kein Physiker mehr als Philosoph bezeichnen. Philosophie bedeutet übersetzt Liebe zur Weisheit. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Also nähern wir uns der Frage von einer anderen Seite. Der Buddha war kein Philosoph. Er war kein Denker. Im Gegenteil. Er hielt viele Fragen, mit denen sich Philosophen beschäftigen, für überflüssig. Wie zum Beispiel die Frage nach dem Anfang der Welt. Also seine Lehre ist mit Sicherheit keine Philosophie im Sinne einer westlichen Wissenschaft. Die Methoden der Wissenschaft zeichnen sich dadurch aus, dass sie objektiv, das heißt unabhängig vom Wissenschaftler sind. Der Wissenschaftler braucht eine gewisse Distanz zu seinem Forschungsobjekt. Und es geht bei der buddhistischen Praxis nun nicht darum, abstrakt und distanziert von außen auf das Geschehen in der Welt zu schauen und zu versuchen, es zu erklären. Es geht nicht darum, wissenschaftlich objektiv zu sein, sondern mittendrin, mit der Erfahrung, mit der eigenen Erfahrung dabei zu sein. Der Buddha hat seine Lehre nicht erdacht. Sie ist nicht aus logischen Überlegungen oder tiefem Grübeln hervorgegangen, sondern aus einer Erfahrung, aus seiner Erleuchtungserfahrung. Und der Buddha hat die Zusammenhänge des Lebens gesehen. Und was der Buddha in den 45 Jahren nach seiner Erleuchtung gelehrt hat, hatte nur den Zweck, Menschen, die es wollen, die gleiche Erfahrung zu ermöglichen. Also Buddhisten sind daher keine Buddhologen, also Menschen, die sich religionswissenschaftlich mit dem Buddhismus auseinandersetzen. Und nicht alle Buddhologen sind Buddhisten. Einige schon oder es durch ihre Forschung geworden. Buddhisten sind Übende auf dem Weg der Befreiung, auf dem Weg zur Erleuchtung. Und der Buddha hat uns einen Weg gezeigt, der über die Welt oder besser über das, was wir im Augenblick in der Lage zu erfahren sind, hinausweist. Er führt zu etwas Transzendentem. Und in diesem Sinne ist er für mich eine Religion. Also wenn ich in irgendwelchen Formularen nach meiner Religion gefragt werde, trage ich ein Buddhist. Und nach meiner Auffassung muss sich jede Religion auf das Leben auswirken. Muss im Alltag sichtbar werden, durch ethische Werte, Prinzipien, Rituale. Zurück zur Lehre des Buddha. Dem Dharma im Sanskrit oder Dhamma in Pali. Sanskrit und Pali sind indische Sprachen. Ich persönlich bevorzuge den Begriff Dharma. Und Lehre ist nur eine Bedeutung des Wortes Dharma. Dharma ist ein Begriff, der noch weitere Bedeutungen hat. Und bei früheren Übersetzungen von Texten hat das manchmal zu Problemen geführt, diese einzelnen Bedeutungen auseinanderzuhalten. Und deshalb möchte ich den Begriff etwas näher betrachten. Wenn man sich die Wurzel von Dharma anguckt, bedeutet das tragen, halten. Und in dem, was heute Hinduismus ist, auch Hinduismus gab es damals noch nicht, steht der Begriff für das, was unser wahres Wesen ausmacht. Das, was einem Würde verleiht, für Rechtschaffenheit, die Grundlage menschlicher Ethik, das Gesetz des Universums, die Basis der Gesellschaft. Und im Buddhismus spricht man, um Verwechslungen mit dem Hinduismus auszuschließen, vom Buddha-Dharma. Aber wir hier unter uns sagen immer nur kurz Dharma. Und die gebräuchlichsten Bedeutungen sind auch hier, also im Buddhismus, das kosmische Gesetz, die buddhistische Lehre, die Manifestation der Wirklichkeit, ethische Regeln. Und darüber hinaus gibt es noch spezifisch buddhistische Verwendung des Wortes.
nämlich Geistesinhalte, das sind zum Beispiel Gedanken, oder Bezeichnungen für Daseinsfaktoren, das sind physikalische oder psychische Faktoren in der Welt. Die ersten vier, da komme ich gleich im Laufe des Vortrages darauf zu sprechen, und die beiden zuletzt genannten, also Dharma im Sinne von Geistesinhalten oder Daseinsfaktoren, stellen eine Besonderheit dar. Und wenn man die in Übersetzungen liest, dann kann man das gleich feststellen, denn die werden meistens klein geschrieben. Also immer wenn Daseinsfaktoren oder Geistesfaktoren gemeint sind, dann schreibt man die klein, und dann gibt es auch ein Plural, dann schreibt man Dharmas. Der Dharma, da gibt es nur einen und da gibt es kein Plural von. Also zunächst der universelle Dharma, das kosmische Gesetz. Also der Dharma groß geschrieben ist, wie ich bereits ausgeführt habe, keine Erfindung des Buddha. Er ist kein philosophisches oder religiöses Konzept eines Menschen. Der Buddha hatte nicht das Ziel, eine neue Bewegung zu gründen. Er hatte zunächst sogar Zweifel und fragte sich, ob er überhaupt lehren sollte. Wir werden feststellen, dass der Spruch die Generation von heute auch vor 2500 Jahren schon galt. Der Buddha hat nämlich gesagt: Ich erwog, der Dharma, den ich erlangt habe, ist tiefgründig, schwer zu sehen und schwer zu verstehen, friedvoll und erhaben durch bloßes Nachdenken nicht zu erlangen, subtil von den Weisen zu erfahren. Aber diese Generation ergötzt sich am Verlangen, begeistert sich für das Verlangen, erfreut sich am Verlangen. Es ist so schwer für so eine Generation, diese Wahrheit zu erkennen. Der Dharma ist universell. Seine Bedeutung geht über unsere Welt hinaus. Der Dharma wurde vom Buddha wiederentdeckt. Denn wenn der Buddha die Wahrheit in Anführungszeichen nur gesehen und erfahren hat, dann ist die Wahrheit auch ohne den Buddha existent. Sie ist uns dann nur nicht zugänglich, sondern verdeckt durch den Schleier der Verblendung. Im Gegensatz zu der christlichen Kosmologie, wo es nach meinem Verständnis, ich muss dazu sagen, ich bin kein Theologe, mit der Erschaffung der Welt einen Anfang und mit dem Tag der Auferstehung ein Ende gibt, geht die buddhistische oder auch indische Kosmologie von Kreisläufen aus. Also, unser Universum ist danach entstanden, hat eine gewisse Lebensspanne, wird existieren, dann wird es vergehen, und es wird ein neues entstehen. Und unser Universum ist auch nicht das einzige. Es gibt unzählige davon, die parallel existieren. Und wenn ich nicht irre, ist das heute auch die Annahme einiger Physiker, also dass wir mehrere parallele Universen haben. Und der Dharma gilt in jedem Universum und zu allen Zeiten. Und darüber hinaus ist er noch in einem weiteren Aspekt universell. Er gilt nicht nur für uns Menschen. Wir haben als Menschen oft einen ziemlich egozentrierten Blick. Unsere Vorstellung von dem, was sein kann, ist durch unseren Erfahrungshorizont, das, was wir sehen oder messen können, begrenzt. Und sicher hat auch hier unsere christliche Tradition, die den Menschen als Krone der Schöpfung und als Mittelpunkt sieht, eine entscheidende Rolle gespielt. Im Mittelalter wurde die Erde deshalb als Zentrum des Universums angesehen. Und in der indischen Vorstellungswelt ist der Mensch nur eine von möglichen Existenzformen. Es gibt darüber hinaus andere, die der direkten Erfahrung des Menschen verschlossen bleiben. Wie die Welt der Götter zum Beispiel. Und im Pali-Kanon, das sind die buddhistischen Schriften, findet man Schilderungen aus diesen unterschiedlichen Welten. Und nach den Beschreibungen gab es Verbindungen zwischen diesen Welten, zwischen Götter- und Menschenwelt. Der Buddha wird gesehen als Lehrer von Göttern und Menschen. Mit Gott ist hier allerdings kein Schöpfergott gemeint, sondern einfach ein anderes Wesen, eine andere Existenzform. Die westliche Buddhismusforschung behandelt solche Begebenheiten oft als Fabeln, als nicht real, die in den ursprünglichen Text eingefügt wurden, um die Bedeutung des Buddha hervorzuheben. Und wenn wir in den Schriften lesen, wie der Buddha zu den Menschen spricht, so stimmt das mit unserer Erfahrung überein.
Wir können das nachvollziehen. Ein Mensch spricht zu einem Mensch. Wir halten die Schilderung für wahr. Redet der Buddha dagegen mit einem Gott, so können wir das nicht nachvollziehen. Es ist für uns unbegreiflich. Und solche Begebenheiten gehören dann in das Reich der Mythen. Nur können wir wirklich sicher sein, dass das, was wir nicht finden oder nachvollziehen können, auch nicht existiert? Der Dharma gilt für alle Wesen, die es geben mag. Menschen, Götter, Tiere, Höllenwesen und was es auch immer für Existenzen gibt. Allerdings spielt der Mensch im Buddhismus auch eine herausragende Rolle. Der Buddha war ein Mensch. Und Menschen haben die idealen Bedingungen, sich zu entwickeln. Wir erleben Glück und Leid, aber relativ ausgewogen. Der Mensch hat trotz des Leids noch genügend Energie, um sich zu entwickeln. Und das Glück, das wir genießen, ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Antrieb da, etwas zu tun. In anderen Existenzformen ist das nicht so. Da ist das Leid vielleicht so groß, dass die Entwicklung gar nicht möglich ist. Oder das Glück so intensiv, dass gar keine Veranlassung besteht, irgendetwas ändern zu wollen. Die Gesetze und Prinzipien, die im Dharma formuliert sind, gelten in allen Welten und allen Existenzformen und zu allen Zeiten. Und ich persönlich glaube, dass es allein in unserem Universum andere vernunftbegabte und spirituell entwicklungsfähige Wesen gibt. Und auch dort mag es Praktizierende geben, die auf dem Weg sind und ihre Buddhas verehren. Wir sehen schließlich nur einen ganz kleinen Teil unseres Universums, von den anderen Universen ganz zu schweigen. Und in den Prozessen des Entstehens und Vergehens der Universen gibt es Zeitalter mit und Zeitalter ohne Buddhas. Und wir haben das Glück, in einem Zeitalter geboren zu sein mit einem Buddha, mit Buddha Shakyamuni. Und diese Zeitalter sind unwahrscheinlich lang, unvorstellbar lang. Und der Buddha hat das in einem sehr schönen Gleichnis deutlich gemacht, was ein langer Zeitraum ist. Das ist gerade so, wie wenn da ein Felsenberg wäre, eine Meile lang, eine Meile breit, eine Meile hoch, ohne Spalt, ohne Riss, lauter feste Masse. Und es streifte immer nach Ablauf eines Jahrhunderts ein Mann daran mit einem Gewand aus Benares-Seide. Schneller würde durch ein solches Verfahren der große Felsenberg aufgebraucht und ging zu Ende als ein Weltzeitalter. Schon recht lang. Und die Konsequenz aus der Vorstellung, dass alles in Kreisläufen geschieht, alles entsteht und vergeht, ist, dass das Wissen um den Dharma irgendwann wieder verschwunden sein wird und wieder neu entdeckt werden muss. Und das geschieht, wenn ein neuer Buddha geboren wird. Wir wissen nicht, wann, wir wissen nur, dass das geschehen wird. Mit der gleichen Sicherheit, mit der wir aufgrund der Kenntnisse der Physik und der Chemie wissen, dass unsere Erde irgendwann einmal von der Sonne verschlungen sein wird, wenn die Energie der Sonne aufgebraucht ist und ein roter Riese entstanden ist. Und die Universalität und die Zeitlosigkeit des Dharma wird in den buddhistischen Schriften immer wieder betont. Der Dharma ist wohl gelehrt, er ist dem Erhabenen und keinem anderen Lehrer eigen. Wenn man ihn übt, sind seine Ergebnisse noch in diesem Leben sichtbar. Er ist zeitlos, er lädt den Sehenden ein, zu kommen und für sich selber zu sehen, wie er ist. Er führt von den Niederen zu den höheren Daseinsstufen voran. Die Weisen müssen ihn jeweils selber verstehen. Zu Zeiten des Buddha gab es im indischen Raum sehr viele Sucher und spirituelle Lehrer. Und viele glaubten, die Wahrheit gefunden zu haben. Die haben sie dann verkündet, weil sie wollten ihre Anhängerschaft vergrößern. Und der Buddha wurde daher oft gefragt, was denn seine Lehre auszeichnet und wie man sicher sein kann, dass es die richtige Lehre ist. Und was mich persönlich bei seinen Antworten immer wieder fasziniert hat, ist die Klarheit und Selbstverständlichkeit, mit der der Buddha seine Schüler auffordert, die Lehren anzuwenden, zu prüfen und auf die eigene Erfahrung und die Erfahrung der anderen Praktizierenden zu vertrauen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass man der Lehre deshalb folgen soll, weil der Buddha ist. Die Lehre spricht
für sich selber. Und die Notwendigkeit des Vertrauens in die eigene Erfahrung hat der Buddha immer wieder dargelegt. Und das möchte ich anhand zweier Zitate zeigen. Das erste ist, glaube ich, recht bekannt, das ist der Rat an die Kalama. Die Kalama waren ein Volksstamm und durch ihr Gebiet kamen eben auch viele Suchende, haben gepredigt, unter anderem auch der Buddha. Und die Kalama fragten den Buddha, wie man denn herausfinden könnte, bei den vielen Suchern, die da vorbeikamen, was denn die richtige Lehre ist. Und der Buddha hat folgendermaßen geantwortet. Geht, Kalama, nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinung, nicht nach Autorität der heiligen Schriften, nicht nach bloßen Vernunftsgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien, bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters. Wenn ihr aber, Kalama, selber erkennt, diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von den Verständigen getadelt und, wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Unheil und Leiden, dann, o Kalama, möget ihr sie aufgeben. Das war das erste Zitat. Und das zweite ist auf eine ähnliche Frage die Antwort an seine Tante. Seine Tante hat ihn auch großgezogen, weil seine Mutter kurz nach seiner Geburt gestorben ist. Und seine Tante ist dann später Nonne geworden, also auch Buddhistin. Gab es damals noch nicht. Dharma-Praktizierende. Und sie hat das auch gefragt. Und der Buddha hat geantwortet. Die Tante heißt Gotami oder hieß Gotami. Von welchen Lehren auch immer du, Gotami, Folgendes mit Sicherheit sagen kannst. Diese Lehren führen zu Leidenschaft, nicht zu Leidenschaftslosigkeit, zu Bindung, nicht zu Loslösung, zur Mehrung weltlichen Gewinns, nicht zu dessen Abnahme, zu Habsucht, nicht zu Genügsamkeit, zu Unzufriedenheit, nicht zu Zufriedenheit, zu Geselligkeit, nicht zu Einsamkeit, zu Trägheit, nicht zu Energie, zur Freude am Schlechten, nicht zur Freude am Guten. Von solchen Lehren, Gotami, kannst du mit Sicherheit sagen, dies ist nicht die Lehre. Doch von welchen du auch immer sagen kannst, dass sie das Gegenteil dessen sind, was ich gerade genannt habe, von solchen kannst du mit Sicherheit sagen, dies ist die Lehre. Und an dieser Stelle möchte ich noch eine Warnung einschieben. Gerade bei dem Rat an die Kalama besteht die Gefahr, den Rat auch misszuverstehen. Es ist nämlich kein Freibrief für die Beliebigkeit in der Praxis. Denn es ist nicht immer leicht zu erkennen, was heilsam und hilfreich ist und was nicht. Deshalb brauchen wir die Verständigen, die Weisen und die Gemeinschaft. Buddhisten müssen sich daher mit dem Dharma auseinandersetzen. Deshalb haben wir hier im buddhistischen Zentrum Studiengruppen, in denen wir über den Dharma und über buddhistische Texte sprechen und in denen wir versuchen, einen Bezug zu unserem Leben herzustellen. In den tibetischen Klöstern wird im Klosterhof debattiert, um an dem Verständnis des Dharma zu arbeiten. All dies ist Teil der buddhistischen Praxis, den Dharma halt zu verstehen. So, jetzt habe ich über den universellen Kontext des Dharma gesprochen und werde jetzt etwas konkreter. Wenden wir uns mal der eigentlichen Lehre zu. Was hat denn der Buddha nun gelehrt? Was hat er denn nun entdeckt? Ich möchte da zunächst auf das wichtigste Prinzip des Dharma eingehen. Auf diesem Prinzip baut die gesamte Lehre auf. Es ist das Prinzip vom bedingten Entstehen. Pratitya Samuppada. Also das heißt, alles, was wir von der Welt wahrnehmen, ist aufgrund von Bedingungen entstanden. Die Menschen haben sich seit Urzeiten die Fragen zur Existenz und zur Funktion der Welt gestellt. Woher komme ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wie funktioniert die Welt? Und im Laufe der Geschichte haben sich Wissenschaften entwickelt. Theorien wurden aufgestellt, Naturgesetze entdeckt, Modelle entworfen und wieder verworfen, alles erklärt,
wurde bisher nicht. Das wäre dann wahrscheinlich auch das Ende der Wissenschaft. Die Lösung eines Problems wirft neue Fragen auf. Nachdem man zum Beispiel mit Hilfe von Newton die Planetenbahnen berechnen konnte, stellte man plötzlich bei Messungen Abweichungen von der Theorie fest und Einstein musste die Theorie abändern, damit das wieder stimmte. Von der Ausbildung her bin ich Ingenieur, ich arbeite auch als Ingenieur und da benutze ich natürlich auch die westlichen Wissenschaften, so Physik und Chemie. Die Konzepte, die man dort entdeckt hat, funktionieren in der praktischen Anwendung sehr gut. Also wissenschaftliche Arbeit ist sehr nützlich. Wenn wir die Grenzen der Theorien und Modelle beachten, erreichen wir sehr viel. Wie man an den Annehmlichkeiten des täglichen Lebens, am technischen und medizinischen Fortschritt auch erlebt. Wir können das Funktionieren der Welt aber nicht in eine mathematische Formel gießen. Die Funktion ist so komplex, dass wir mit unserem Verstand immer wieder an Grenzen stoßen. Und warum das so ist und nach meiner persönlichen Sicht auch nicht anders sein kann, zeigt sich, wenn wir uns wirklich den Kern der buddhistischen Lehre anschauen. Ich behaupte nicht, dass der Buddha die Antworten auf alle Fragen kannte. Er wusste bestimmt nicht, wie ein Kühlschrank funktioniert. Den gab es zu seiner Zeit einfach noch nicht. Aber er wusste, wie komplex das Leben ist und wie das Leben funktioniert. Es ist keine mathematische Formel, aber eine buddhistische Formel gibt es doch. Und das seit 2500 Jahren. Sie ist sozusagen das buddhistische Grundgesetz. Und jetzt lese ich das zunächst in Pali vor. In der ist es nämlich im Ursprung formuliert. Formel heißt folgendermaßen. Imasmin sati idam hoti. Imas upada idam upajati. Imasmin asati idam nahoti. Imas niroda idam nirojati. Jetzt auf Deutsch. Wenn dieses ist, wird jenes. Wenn dieses entsteht, entsteht jenes. Wenn dieses nicht ist, wird jenes nicht. Wenn dieses aufhört, hört jenes auf. 4 Zeilen. Sehr kurz, aber umfassend die Kernlehre des Buddhismus. Das Gesetz vom bedingten Entstehen. Es drückt die Erkenntnis aus, dass alle Erscheinungen in einem Abhängigkeitsverhältnis voneinander und zueinander stehen. Etwas Absolutes, Unabhängiges, das heißt etwas, das aus sich heraus existiert, gibt es nicht. Das ist die tiefe Einsicht in die Lehre vom Wesen der Erleuchtung. Gucken wir uns das noch ein bisschen genauer an. Der erste Teil heißt ja, wenn dieses ist, wird jenes. Wenn dieses entsteht, entsteht jenes. Und diese Aussage bedeutet, dass also Bedingungen, dieses, erfüllt sein müssen, damit ein Phänomen, also jenes, existiert. Also mein Körper ist ein Phänomen, der funktioniert nur so lange, wie ich ihn gesund erhalte. Also wie ich esse und mich bewege. Der zweite Teil der Formel, also wenn dieses nicht ist, wird jenes nicht und wenn dieses aufhört, hört jenes auf, sagt, solange die notwendigen Bedingungen vorhanden sind, ist das Phänomen vorhanden. Ändern sich die Bedingungen, ändert sich das Phänomen oder verschwindet ganz. Also höre ich auf zu essen, funktioniert mein Körper nicht mehr und ich sterbe. Und das, was ich esse, also meine Nahrung, ist von vielen Bedingungen abhängig. Bauern, die die Felder bestellen, Sonne, Regen, der richtige Boden, damit die Pflanzen gedeihen. Es muss geerntet werden. Spediteure, die das Ganze in die Städte fahren. Händler, die sie verkaufen und bei denen ich das kaufen kann. Also die Welt, das Prinzip des bedingten Entstehens, ist viel komplexer, als es den Anschein hat, wenn wir die 4 Zeilen lesen. Denn alle Phänomene sind gleichzeitig auch Bedingungen für andere Phänomene. Alle Bedingungen sind Folge anderer Bedingungen. Und Bedingungen selber entstehen aus einem Komplex anderer Phänomene. Es gibt keine einfache, lineare Ursache-Wirkung-Beziehung.
wie man allein am Beispiel der Nahrung sieht. Was ist erforderlich, damit ein Salat auf meinem Teller landet? Zum Zweck der Analyse mag das hilfreich sein, Vorgänge auf Ursache und Wirkung zu reduzieren. Das Konzept von Ursache und Wirkung ist in der Praxis sehr hilfreich, um überhaupt durch das Dickicht der Zusammenhänge hindurchzusteigen. Aber der Prozess des Entstehens und Vergehens hat keinen Anfang und kein Ende. Alle Phänomene sind miteinander verbunden, räumlich und zeitlich. Der Bauer hatte Vorfahren, die selbst Bauern waren. Der Bauer hat die Landwirtschaft gelernt. Die Erfahrungen wurden weitergegeben. Auch das Teil der Bedingungen, damit ich meinen Salat auf meinem Teller habe. Das Universum ist ein riesiges Spiel voneinander sich bedingender Phänomene. Und wir Menschen, sind eines dieser Phänomene. Und es gibt dazu ein schönes Gleichnis, das Gleichnis von Indras Netz. Indra ist in den Veden, das sind alte hinduistische Schriften, der König der Götter. Über sein Netz ist alles miteinander verbunden. Und wenn jemand an einer Stelle des Netzes zieht, merkt man das an jedem Ende. Und im Westen hat die Chaosforschung ein ähnliches Modell. Ich weiß nicht, wer das Beispiel kennt. Der Flügelschlag eines Schmetterlings am Amazonas kann eine Auswirkung auf das Wetter in Europa haben. Ein Unwetter entsteht. Ich war im Sommer in Urlaub mit meiner Frau in der Schweiz und wir sind mit einer Bergbahn zu einem Gipfel raufgefahren, zu einer schienengebundenen. Und diese Bergbahn fuhr genau auf einem Gebirgskamm und dieser Gebirgskamm stellt die Wasserscheide dar in Europa zwischen Nord und Süd. Und wenn man sich das mal vorstellt, treibt der Wind den Regentropfen ein bisschen mehr nach Norden, landet er irgendwann im Rhein und in der Nordsee. Treibt der Wind den nach Süden, landet er in der Rhone und im Mittelmeer. Ein paar Zentimeter und schon nimmt der Regentropfen einen völlig anderen Weg. Kleine Windböe reicht aus. Bedingtes Entstehen ist die eine Seite der Medaille. Leerheit die andere. Und auf Leerheit, Shunyata, möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Weil dieser Begriff oft zu Verwirrung führt. Und er nährt vor allen Dingen den Vorwurf des Nihilismus, dem sich der Buddhismus ausgesetzt sieht. Um es gleich vorwegzunehmen, Leerheit bedeutet nicht, dass es nichts gibt. Denn das wäre Nihilismus. Also, ob dieses Glas hier voll oder leer ist, hängt erstmal davon ab, was ich meine. Ja, also im Augenblick ist da Wasser drin. Ich glaube, alle würden mir zustimmen, das ist nicht leer. Ich mache das jetzt nicht. Wenn ich das jetzt austrinken würde, ist die Frage, was ich meine. In Bezug auf Wasser ist es dann natürlich leer. Aber es ist natürlich nicht wirklich leer, weil es ist immer noch Luft drin. Also leer ist immer nur etwas in Bezug auf etwas. Und in Bezug auf die uns gebenden Phänomene bedeutet Leerheit einfach, dass sie leer von einem Wesenskern und einer eigenen Natur sind. Dann nehme ich jetzt mal ein Beispiel. Und jetzt kommen wir zu den Stühlen. Sie sitzen hoffentlich einigermaßen bequem auf einem Stuhl. Dieser Stuhl ist ein Objekt. Dieses Objekt Stuhl ist bedingt. Erstmal musste der Werkstoff vorhanden sein, in unserem Fall Holz. Dann hatte jemand die Idee, dass dieser Stuhl so aussehen soll, wie er hier jetzt vor uns steht. Dann brauchte es einen Tischler. Wer hat den gefertigt? Ja? Wir, bei uns hat irgendjemand entschieden, dass wir diesen Typ Stuhl kaufen. So ist er hier gelandet. Wir benutzen ihn jetzt. Irgendwann wird er verschlissen sein, dann ist der Stuhl Müll, wird verbrannt und ich hoffe, dass wir dann genug Spenden gesammelt haben, damit wir neue Stühle kaufen können. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, soweit. Der Stuhl ist jedoch von sich aus kein Stuhl. Er ist nur in Verbindung mit unserem Bewusstsein ein Stuhl. Wir nehmen den Gegenstand wahr,
Ja, wir sehen ihn ja. Und unser Bewusstsein macht die Verbindung, das ist ein Stuhl, den kann ich so und so benutzen. Das haben wir gelernt. Unser Bewusstsein gibt diesem Objekt die Bedeutung, Stuhl. Wenn da jetzt ein Vogel vorbeifliegt, hat er gar keine Idee von einem Stuhl. Für den existiert ein Stuhl überhaupt nicht. Dieser Stuhl existiert nur in Verbindung mit unserem Bewusstsein. Der Begriff Stuhl ist also mit dem Objekt überhaupt nicht identisch. Stuhl ist nur ein Konzept. Das ist mit Leerheit von Eigennatur gemeint. Wir vereinigen in unserer Wahrnehmung Begriff, Stuhl und Objekt. Ja? Die hängen zwar zusammen, sind aber nicht identisch. Nagarjuna, ein buddhistischer Gelehrter aus dem 1., 2. Jahrhundert, genau weiß man das nicht so genau, wann er gelebt hat, hat das in einem sehr anschaulichen Beispiel deutlich gemacht. Wenn zwischen Begriff und Objekt nicht unterschieden werden könnte, wenn also Begriff und Objekt identisch wären, dann würden wir uns jedes Mal, wenn wir das Wort Feuer aussprechen, den Mund verbrennen. Wenn Begriff und Objekt nichts miteinander zu tun hätten, könnten wir uns nicht verständigen. Ich würde Stuhl sagen und Sie hätten keine Vorstellung davon, was ich meine. Unser Bewusstsein ist also Teil der Welt. Unser Bewusstsein ist auch eine Bedingung. Wie wir die Welt erleben, hängt von unserem Bewusstsein ab. Und auf einer etwas einfacheren Ebene merken wir das manchmal. Ich habe vielleicht schlecht geschlafen, mit dem falschen Fuß aufgestanden und mein Tag ist für mich schon gelaufen. Jedenfalls habe ich die Meinung davon und der kann trotzdem völlig anders sein. Aber wie ich den Tag angehe, hängt von meinem Bewusstsein ab. Kommen wir zur dritten Bedeutung des Wortes Dharma, zur Manifestation der Wirklichkeit. Wir bleiben aber dem Grundprinzip der Bedingtheit verbunden. Das lässt uns heute Abend nicht mehr los. Denn als Konsequenz aus dem Prinzip der Bedingtheit leiten sich drei Merkmale der Welt ab. Die drei Lakshanas, wie sie genannt werden. Ich nenne die erstmal und dann gehe ich auf die einzelnen ein. Alle Phänomene sind demnach von Natur aus ohne festes, unveränderliches Selbst. Das ist das Prinzip der Leerheit, habe ich gerade darüber gesprochen. Sie sind vergänglich und leidhaft bzw. unbefriedigend. Beides ergibt sich aus dem Prinzip der Bedingtheit. Das Prinzip der Bedingtheit gilt auch für uns Menschen. Daher gibt es nach buddhistischer Auffassung kein festes, unveränderliches Selbst, keine Seele. Das, was wir als Selbst erleben, ist von Bedingungen abhängig, wie alle anderen Erscheinungen und alle anderen Erfahrungen auch. Es gibt keinen festen Kern in uns, der von diesem Gesetz ausgenommen ist und in Ewigkeit überdauert. Dennoch ist jeder Mensch einzigartig. Die Bedingungen sind so vielfältig, dass es keine genau identischen Wesen gibt. Eltern haben uns genetisch und durch die Erziehung geprägt. Nach buddhistischer Auffassung bringen wir aus früheren Existenzen Impulse mit, die uns prägen. Unser Umfeld, unsere Erlebnisse in diesem Leben haben Einfluss darauf, wer wir sind und wie wir sind. Alle Dinge sind veränderlich und damit vergänglich, egal ob sie uns Glück bringen, Angst machen oder Leid verursachen. Denn weil alles bedingt ist, muss alles auch vergänglich sein, weil die Bedingungen selbst wieder bedingt sind. Alles ist im Fluss, alles ändert sich ständig. Deshalb dauern glückliche Phasen in unserem Leben nicht ewig, aber leidvolle Phasen auch nicht. Und wenn wir ehrlich sind, entspricht das auch unserer Lebenserfahrung. Das Problem besteht oft darin, dass wir diese Lebenserfahrung nicht wahrhaben wollen. Ich habe jetzt hier nochmal mein Glas. Ist trocken in die Luft. Das Glas beinhaltet nicht nur Wasser. Also auch Scherben. Die entstehen nämlich, wenn ich das Glas fallen lasse. Die Scherben habe ich mitgekauft. Die Scherben sind
weigerlich mit diesem Glas verbunden. So ist der Werkstoff spröde. Wenn man ihn auf einen harten Boden fallen lässt, zerspringt er. Und je nachdem, was ich mit diesem Glas verbinde, ob das ein Geschenk vom lieben Freund ist oder eine Urlaubserinnerung, ja, oder was ich aus Kindertagen hinübergerettet habe, ja, wenn es dann zerbricht, leide ich. Je mehr ich damit verbinde, desto größer ist das Leid, was entsteht, wenn ein solches Glas zerbricht. Na, nicht vielleicht gerade dieses hier, aber wahrscheinlich hat der eine oder andere so Lieblingsgegenstände im Schrank, die ihn doch schmerzen würden, wo es ihn doch schmerzen würde, wenn sie dann mal zerbrechen. Also für uns ist das Leben auf Dauer nicht befriedigend. Wir stoßen immer wieder auf Situationen, die wir deshalb ändern wollen. Ja, wir haben also quasi eine ständige Veränderung im Leben. Und diese ständige Veränderung ist die Ursache für die Leidhaftigkeit der Welt. Alles das Angenehme wollen wir gerne auf Dauer behalten und alles das Unangenehme wollen wir möglichst schnell loswerden. Aber sowohl das eine als auch das andere vergeht. Wir suchen nach einem festen, unveränderlichen Etwas im Leben. Etwas, das uns Halt gibt, dauerhaftes Glück beschert, bis hin zum Menschheitstraum vom ewigen Leben. Und wenn wir mal so unsere Wissenschaft und Forschung beobachten, dann ist die genau auf den Traum ausgerichtet. Die Kosmetikindustrie, die arbeitet daran, das Alter oder zumindest die Zeichen des Alterns zu überwinden. Ja, jede Creme gegen eine Falte. Wir haben Fortschritte gemacht dadurch. In Medizin, also die Lebenserwartung ist wesentlich länger geworden. Wir haben Fortschritte gemacht im Umweltschutz. Aber Ewigkeit werden wir nicht erreichen. Im System des Lebens ist Ewigkeit einfach nicht vorgesehen. Ewigkeit ist nur ein Konstrukt unseres Geistes. Und dass es Ewigkeit nicht gibt und nach dem Gesetz des bedingten Entstehens auch nicht geben kann, das ist einfach eine Tatsache. Jedenfalls in der Welt der Phänomene, so wie wir sie kennen. Im Transzendenten mag das anders sein, aber ich muss gestehen, da habe ich keine Erfahrung. Also bleibe ich bei der Welt, in der ich mich auskenne, in unserer bedingten Welt. Aber dass alles veränderlich ist, eröffnet natürlich auch Möglichkeiten. Eröffnet die Möglichkeit der Entwicklung. Der Buddha hat den Dharma den mittleren Weg genannt. Es gilt weder das Extrem des starren Determinismus, das freien Willen und Entwicklung unmöglich macht, noch das Extrem des blinden Zufalls, was jeder zielgerichteten Entwicklung im Wege steht. Und aus dieser Erkenntnis leiten sich dann die praktischen Lehren des Buddhismus ab. Hier wohnt das Verständnis inne, dass es die Möglichkeit zur Veränderung, die Möglichkeit zur Entwicklung gibt. Und im Leben, in der Praxis, agieren wir in der Welt. Wir handeln. Wir können durch unsere Handlung, durch positive oder negative Taten, die Richtung unseres Lebens beeinflussen, aber nicht alles bestimmen und auch nicht alles kontrollieren. Edward Conze ist ein buddhistischer Gelehrter des, jetzt muss man schon sagen, vergangenen Jahrhunderts. Dem haben wir viele Übersetzungen zu verdanken. Der hat dazu Folgendes gesagt. Die buddhistische Lehre von der Vielfalt der Bedingungen scheint eine Entscheidung über die Willensfreiheit unnötig zu machen. Wenn die Summe der Bedingungen unbegrenzt ist und die meisten unbekannt bleiben, können wir unmöglich bestimmen, welche Bedingungen welches Ereignis herbeiführen. Unvermeidliche Kausalität ist daher meist bloße Einbildung. Zitat Ende. Also wir können nicht alle Zusammenhänge erkennen. Daher brauchen wir Hilfen. Eine Richtschnur. Im Alltag wissen wir oft schon, welche Taten positive und welche negative Folgen haben. Und mit positiven Taten erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit für positive Ergebnisse. Aber damit ist keine Gewissheit verbunden. Ich kann immer freundlich sein, immer nett sein. Und wenn ich auf einen Menschen treffe, dem an dem Tag eine Laus über die Leber gelaufen ist, raunzt er mich trotzdem an. Ich darf eigentlich darüber nicht enttäuscht sein, bin es aber trotzdem. Meistens.
Ich bin doch so freundlich, warum ist der denn nicht nett zu mir? Das führt uns zur vierten Bedeutung des Wortes Dharma, nämlich zu der Ethik. Die Ethik ist eine Richtschnur für unser alltägliches Handeln. Die ethischen Vorsätze geben uns eine Orientierung. Wenn wir uns an die ethischen Vorsätze halten, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit für positive Folgen. Und dabei gründet sich die buddhistische Ethik auf Prinzipien. Ihre Formulierungen sind keine starren Regeln, keine Gebote, sondern Übungsgrundsätze, die man sich immer wieder ins Gewahrsein ruft und an denen man sich selber messen kann. Wir erinnern uns selbst an diese Vorsätze durch ein kurzes buddhistisches Ritual, das wir oft vor der Meditation durchführen. Wir rezitieren sie einfach. Wir rezitieren die Vorsätze und werden so an unsere ethischen Prinzipien erinnert, werden uns unserer ethischen Prinzipien bewusst. Und diese Vorsätze haben dann eine psychologische Funktion. Sie prägen unsere Geisteshaltung, mit der wir handeln. Und das ist das Entscheidende. Und wir handeln auf vielfältige Art und Weise. Mit unserem Körper, indem wir sprechen, etwas sagen und natürlich auch, was in unserem Geist los ist. Wir handeln auch mit unserem Geist. Und in unserem Geist bereiten wir sozusagen alle anderen Handlungen vor. Meistens jedenfalls. Bevor wir etwas sagen, haben wir vorher darüber nachgedacht oder sollte so sein. Und es gibt zunächst für jeden Buddhisten 5 Vorsätze. Und diese sind, soweit mir bekannt, in allen buddhistischen Traditionen gleich. Soweit ich das weiß. Deshalb rezitieren wir die auch hier in Pali. Weil sie werden weltweit in allen Traditionen in der gleichen Sprache rezitiert, in Pali. Das gibt so eine Gemeinsamkeit zwischen allen buddhistischen Traditionen. Ist ja schön, wenn man da mal in Indien ist, man hört eine andere buddhistische Gruppe und die rezitieren die gleichen Vorsätze in Pali und man weiß, wovon die reden. Und von den 5 Vorsätzen beziehen sich die ersten 3 auf den Körper, dann jeweils eine auf die Rede, also auf die Sprache und eine auf den Geist. Und die Vorsätze gibt es immer in negativer und in positiver Formulierung. Denn Ethik erschöpft sich nicht darin, das Negative zu unterlassen, sondern aktiv zu sein und das Hilfreiche zu tun. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht im Detail auf alle Vorsätze ein. Das ist ein abendfüllendes Programm. Aber ich habe mir überlegt, ich nenne sie einfach und lasse sie einfach mal wirken. Lassen Sie sie einfach mal auf sich wirken, die Vorsätze. Der erste Vorsatz. Ich nehme mir vor, aufzuhören, Leben zu nehmen. Mit Taten liebevoller Güte läutere ich meinen Körper. Das ist das Prinzip der Gewaltlosigkeit, was dahinter steckt. Der zweite Vorsatz. Ich nehme mir vor, aufzuhören, nicht Gegebenes zu nehmen. Mit Großzügigkeit läutere ich meinen Körper. Also das Prinzip der Großzügigkeit. Ich nehme mir vor, aufzuhören mit sexuellem Fehlverhalten. Mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich meinen Körper. Das ist das Prinzip der Zufriedenheit. Der vierte. Ich nehme mir vor, aufzuhören, die Unwahrheit zu sprechen. Mit ehrlicher und wahrhaftiger Sprache läutere ich meine Rede. Das ist das Prinzip der Wahrhaftigkeit. Und der fünfte, ich nehme mir vor, aufzuhören, Drogen zu nehmen. Mit hellwacher Achtsamkeit läutere ich meinen Geist. Das ist das Prinzip der Klarheit. Und für uns Angehörige des westlichen buddhistischen Ordens hat der Ordensgründer, Sangharakshita, die 5 Vorsätze auf 10 erweitert. Und er hat auch die Vorsätze den buddhistischen Schriften entnommen. Sie wurden vom Buddha von Anfang an gelehrt. Sie sind für uns das Fundament der spirituellen Gemeinschaft, das Fundament unseres Ordens. Und von diesen 10 Regeln sind 3 dem Körper zugeordnet. Die sind identisch mit den 3, die ich gerade schon genannt habe. Dann 4 der Rede zugeordnet. Der erste ist der Wahrhaftigkeit, den hatte ich gerade schon genannt. Und jetzt kommen noch 3 weitere dazu. Ich nehme mir vor, aufzuhören, grob zu reden. Mit freundlichen Worten läutere ich meine Rede. Das ist das Prinzip der Freundlichkeit.
Der nächste, ich nehme mir vor, aufzuhören, Überflüssiges zu reden. Mit hilfreichen Worten läutere ich meine Rede. Das Prinzip der Nützlichkeit. Ich nehme mir vor, aufzuhören, verleumderisch zu reden. Mit harmonischen Worten läutere ich meine Rede. Das Prinzip der Harmonie. Und die drei letzten beziehen sich auf den Geist. Ich nehme mir vor, aufzuhören, begehrlich zu sein. Begehrlichkeit für Zufriedenheit aufgebend, läutere ich meinen Geist. Das ist wieder das Prinzip der Zufriedenheit. Ich nehme mir vor, aufzuhören, hasserfüllt zu sein. Hass in Mitgefühl verwandelnd, läutere ich meinen Geist. Das ist das Prinzip von Mitgefühl. Und ich nehme mir vor, aufzuhören, falsche Ansichten zu hegen. Unwissenheit in Weisheit verwandelnd, läutere ich meinen Geist. Das ist das Prinzip der Weisheit. In der buddhistischen Praxis, oder die gesamte buddhistische Praxis besser gesagt, dient der Entwicklung der Klarheit des Geistes. Und dazu brauchen wir Meditation. Und Ethik und Meditation sind die praktischen Seiten des Dharma. Und der Weg zur Weisheit und damit der Weg zur Erleuchtung führt über die Meditation. Und diese fußt auf einem ethischen Leben. Und hier möchte ich nochmal Sangharakshita zitieren, den Ordensgründer, der nämlich gesagt hat, das Umsetzen grundlegender ethischer Prinzipien wie Gewaltlosigkeit, Großzügigkeit, Genügsamkeit, Ehrlichkeit und so weiter im Alltag ist unabdingbar, denn einzig durch ethisch positives Verhalten in allen Lebenslagen schaffen wir die unerlässlichen inneren Voraussetzungen, ohne die Meditation nicht gelingen kann. Meditation und Ethik hängen miteinander zusammen. Und jeder, der meditiert, weiß das. Das merkt man dann sehr schnell. Ja, das waren jetzt die vier Hauptbedeutungen des Dharma. Der Buddha hat nicht eine Person zu seinem Nachfolger bestimmt, sondern seine Lehre. Seine Schüler hat er angehalten, den Dharma zum Lehrmeister zu nehmen und sich gegenseitig in der Praxis zu unterstützen. Der Buddha war ein sehr praktischer Mensch. Er hat aus der Erkenntnis, wie die Welt funktioniert, Mittel und Methoden abgeleitet, mit deren Hilfe sich der Schüler selbst zur Befreiung führen kann. Die buddhistischen Schriften, diese enthalten ja die Aufzeichnung der Lehrreden des Buddha. Ursprünglich wurde der Dharma ja nur mündlich weitergegeben. Also den Schriften kann man entnehmen, dass er zu einzelnen Personen immer nur das gesagt hat, was angemessen und hilfreich für die Entwicklung der Person war. Denn der Buddha war, um Helmut von Glasenapp zu zitieren, der war ein Buddhologe, nicht ein Heiland, der einen anderen durch seine Gnade oder durch sein Zutun erlöst, sondern ein Wegweiser, der den Pfad zum Heil nur zeigen, aber nichts dazu tun kann, dass der Unterwiesene ihn auch selbst geht. Wir müssen also selber an uns arbeiten. Welche Auswirkungen hat der Dharma auf das Leben eines Buddhisten? Also die Einsicht in den Dharma hat, wenn wir unser Leben danach ausrichten, Konsequenzen für unser Verhalten gegenüber uns selbst und gegenüber anderen. Wir sind nämlich nicht Opfer von Bedingungen. Wir schaffen ständig selber Bedingungen für uns und für andere. Und wir sind dadurch auf vielfältige Art und Weise mit anderen verbunden. Und das ist der Grund für das Mitgefühl, das entsteht, wenn man diese Verbundenheit wirklich durchschaut hat. Das Mitgefühl des Buddha hat dazu geführt, dass er uns trotz seiner Zweifel seine Lehre weitergegeben hat. In der Alltagserfahrung nehmen wir uns aber häufig voneinander getrennt wahr, weil unser Bewusstsein einfach so funktioniert. Hier bin ich und da sind die anderen. Es wird am Beispiel eines Traums klar. Wir erleben uns im Traum in Situationen mit anderen Menschen. Und doch sind alles nur wir selbst. Die Trennung entsteht im Traum in unserem Geist. Also man kann den Dharma als Philosophie oder als Religion nebeneinander stehen lassen, als ein weiteres Modell des Lebens. Aber für mich eröffnet er eine Perspektive, die über das weltliche Leben hinausweist. Und das ist für mich der Grund, Buddhismus zu praktizieren. Ich habe jetzt viel erzählt. Ich fasse jetzt nochmal die wichtigsten Punkte kurz zusammen. Also,
Der Dharma, die Lehre des Buddha, ist universell und zeitlos. Und die in der Lehre formulierten Prinzipien gelten immer, unabhängig vom zeitlichen oder kulturellen Hintergrund. Das Ziel des buddhistischen spirituellen Lebens ist die Erleuchtung. Die Kernlehre des Buddhismus ist die Lehre von bedingtem Entstehen, dem Gesetz, dass alles voneinander abhängt und miteinander verflochten ist. Der Buddha hat mit seiner Lehre nicht bezweckt, philosophische Konzepte zu verbreiten oder neue zu entwickeln. Er hat das, was für die Erleuchtung notwendig ist, gelehrt. Und um Erleuchtung zu erreichen, muss jeder für sich selber etwas tun und an sich arbeiten. Niemand kann einem das abnehmen. Der Dharma zeigt uns den Weg. Und zum Abschluss lassen wir den Buddha nochmal selbst zu Wort kommen. Ich zitiere aus dem Dhammapada. Für diejenigen, die es interessiert, Kapitel 12 überschrieben mit der Weg. Und darin kommt Mara vor. Und Mara steht so für die Hindernisse auf dem Weg zur Erleuchtung. Und der Weg zur Erleuchtung wird in dem Vers der Weg der Reinheit genannt. Also der Dhammapada. Leidvoll sind alle Daseinsgebilde. Erkenne dies mit tiefer Einsicht und du befreist dich vom Leiden. Dies ist der Weg der Reinheit. Vergänglich sind alle Daseinsgebilde. Erkenne dies mit tiefer Einsicht und du befreist dich vom Leiden. Dies ist der Weg der Reinheit. Leer von einem Selbst sind alle Dinge. Erkenne dies mit tiefer Einsicht und du befreist dich vom Leiden. Dies ist der Weg der Reinheit. Du selbst musst dich voller Energie bemühen, denn die Buddhas verkünden nur den Weg. Folge diesem Weg, vertiefe deine Meditation und befreie dich so von den Fesseln Maras. Erhebe dich und begib dich rechtzeitig auf den Weg. Wenn du als junger, gesunder und kräftiger Mensch nur träge, entschlusslos und geistig unbeweglich bist, so wirst du den Weg des Verstehens niemals finden. Also auf in die unendlichen Weiten des Dharma. Vielen Dank.